Freakstock ist Familie. Freakstock ist befreiend. Freakstock ist geil. Bezaubernd. Genial. Bunt. Gemeinschaft. Ja, super. Cool. Familie. Ungewöhnlich. Entspannt. Ehrlich. Fantasionell. Geil. Entspannt. Cool. Aufregend. Hammergeil. Ein großer Lobpreis. Aufregend. Freakig. Nice. Ja, eigentlich gefällt mir hier besonders gut die Menschen und die Atmosphäre. Auch das Gelände ist voll cool und hier gibt's Essen. Freakstock ist entspannt, schönes Gelände und neue Anfänge mit Gott. Salt and Indigo. Das ist eine riesige Familie für mich. Oder einfach? Ja, eine schöne Gesellschaft auf jeden Fall. Was ich übelst cool finde, ist halt wirklich so diese Gemeinschaft und dass man ja, so sein kann, wie man ist. So eine Tradition einfach, wo man dann ganz viele Freunde wieder trifft. Dass du überall neue Leute kennenlernst, alle ziemlich offen sind und ja, es schon auffällt, wie achtsam alle sind. Alle sind nett. Für die Community übelst geil. Es ist so voll entspannt alles, family orientiert halt und alles übelst nett und man kann einfach überall hingehen mit allen Leuten quatschen. Es ist immer eine richtig schöne, angenehme, gesegnete Stimmung überall. Also wir sind jetzt das dritte Jahr mit Familie am Start und wir genießen es halt sehr irgendwie, dass wir das halt mit den Kindern machen können. Ne? Also es ist alles sehr, sehr entspannt, ist irgendwie sehr atmosphärisch und sehr gemütlich und man halt viele, viele Leute trifft und genau. Und unsere Kinder haben halt einfach total viel Freude. Also wir sind mit 7 von unseren 8 Kindern hier und wir finden es toll, weil wir alle zusammen sind. Und alle finden es schön, alle fühlen sich hier wohl. Hat was, absolut. Ist für jeden was dabei. Für mich das Besondere ist, dass man wirklich Leute trifft, die christlich sind und trotzdem irgendwie anders und nicht so verklemmt. So viele Menschen, die Jesus lieben, aber aus so vielen verschiedenen Hintergründen. Und dass einfach jeder so ist, wie er ist. Also so sieht man es außerhalb von Freakstock selten. Und das ist einfach so beeindruckend, dass dann auch so viele Menschen das eine glauben. Ich sehe Leute, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie an Jesus glauben. Und das finde ich einfach so total geil, weil man einfach so diese Oberflächlichkeit ablegt, so jemand nach seinem Äußeren zu bewerten. Und das zeigt Freakstock einfach, dass wir, egal wie wir aussehen, wie wir uns kleiden, dass wir einfach echt alle zu Gott kommen können. I've got my sights set on you and I'm ready to aim. I have a heart that will never be tamed. I knew you were something special when you spoke my name. Now I can't wait to see you again. I've got a way of knowing when something is right. I feel like I must have known you in another life. 'Cause I felt this deep connection when you looked in my eyes. Now I can't wait to see you again. So, ich finde unglaublich geil die Location und generell so die Gemeinschaft und das Angebot auch, also dass man viel auch geistlichen Teil hat und dann aber auch noch Party und Tanzen und so. Ich finde im Vergleich zu anderen Festivals ist halt so eine super entspannte Atmosphäre und die Menschen haben sich einfach lieb. So. Das finde ich, glaube ich, das Besonderste. Dass man natürlich sein kann, man kann hier freakig sein, aber auch spießig. Das ist das neue Freakig vielleicht. Ganz entspannt sein kann. I feel like I must have known you in another life. 'Cause I felt this deep connection. Keine Ahnung, ich bin hier und lass mich überraschen.